Hallo Leute und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Wir schauen uns Simon the Sorcerer an. Das ist quasi ein eher etwas älteres Adventure, deswegen werden wir es ja auch ganz klassisch in der Scum4M spielen. Ja, und ohne jetzt große Vorworte würde ich halt mal sagen, fangen wir mal an. Viel Spaß bei Simon. Für meinen ersten Trick ziehe ich den Hund aus dem Hut. Dankeschön, Chippy. Und nun was besonders Schweres. Beeindruckt, hä? Nun schaut her. Ich probier's noch einmal. Der Zauberstab funktioniert immer. Langsam beginne ich zu verstehen. Und nun der nächste Trick. Na dann, zurück in den Hut damit. Ziemlich gut, was? Ich bin Autodidakt, weißt du? Ich kann nicht glauben, dass du so lange zuschaust. Ich hätte schon längst abgebrochen. Ich rieche etwas Angebranntes. Warte. Oh. Au! Oh. Au! Oh. Ich will wissen, ob du es besser kannst. Vielleicht finde ich einen besseren Hund. Wow! Ich konnte sie nicht mal nach ihrer Nummer fragen. Und nun etwas Traditionelles. Haut einen jedes Mal wieder um. Ich versuche noch einmal die Frau. Macht nichts. Ich mag Frauen mit Pep. Diese Hausaufgaben langweilen mich. Ich suche den Hund und stecke ihn in den Trockner. Ach, hier bist du. Was ist das? Das alte Zauberbuch? Was für ein Haufen alter Krempel. Okay, Jungs. Dieses magische Papier bringt Essen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alizigi als Angi! Als Ongi als Ongi! Hi, wie geht's? Essen fassen! Nicht viel Fleisch an ihm dran. Runter, du kleiner Happen! Braucht noch etwas mehr Pfeffer.
Lieber Simon, herzlichen Glückwunsch! Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Sordid zu retten. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärest hier. Mit herzlichen Grüßen, Calypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur Deli. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Oh, wundervoll. Ich stecke in dieser blöden Welt mit diesen blöden Klamotten fest und nirgends eine Pizzeria zu sehen. Wenn das kein Traum wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Okay, und da wären wir jetzt dann in der Welt von Simon, in der Magiewelt. Unsere Aufgabe, wir sollen Calypso, den Zauberer, von dem bösen Zaubersort befreien und haben als Hilfsmittel dafür bisher nur eine kleine Karte, eine Postkarte und Calypsos Notiz bekommen. Gut, dann schauen wir uns hier mal ganz klassisch um. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Kühlschrank. Schauen wir uns erstmal den Kühlschrank an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, okay, können wir es öffnen. Die Tür scheint zu klemmen. Ah, das war ja klar. Gut, dann hängt da ein Magnet. Können wir den einfach mitnehmen? Garantiert, wenn ich es dann schaffe, ihn anzuklicken? Ja, so. Simon stopft natürlich alles in seinen Hut rein. Das ist so der magische, bodenlose Beutel, in den alles reinpasst. So, Hund. Hallo Hündchen. Ich will mit dir reden. Mein kleiner Hund, Chippy. Hatte ich die Notiz gerade, dass Calypsos Hund ist? Na gut, okay. Können wir mit ihm reden? Ich möchte ihn nicht wecken. Okay. Schlaf halt, Hündchen. Schubladen. Schubladen öffnen. Oh, schau mal einer an. Da ist eine Schere drin. Juhu, die nehmen wir doch direkt mal mit. Die wird doch bestimmt noch nützlich werden. So, noch irgendwas hier. Das Parfum da vielleicht mitnehmen, das Buch, ne? Die Klingel hier vielleicht benutzen, ne? Okay. Bett umwühlen. Krempel des Zauberers. Anschauen. Das muss Calypsos Krempel sein. Können wir den vielleicht mitnehmen? Was soll ich denn mit dem Haufen Schrott? Das ist der Krempel eines Zauberers, der wird doch bestimmt nützlich werden. Keins der Bücher, keine Schriftrolle, ne? Okay, gut. Dann nach draußen. Also für die Leute, die sich vielleicht wundern, ich habe Simon schon das öftere Mal durchgespielt. Das ist so eins meiner Lieblings-Adventures. Deswegen, ich schätze mal, wir kommen hier hoffentlich ohne große Feststecker durch. Aber das werden wir sehen. So, erstmal hinter die Hütte. Hinter die Hütte. Gut, Simon, danke. Simon ist manchmal etwas störrisch in diesem Spiel. Das möge man ihm bitte verzeihen. Kompost, anschauen. Ein Haufen magischen und stinkenden Kompostes. Können wir den mitnehmen? Das würde meine Nase überfordern. Okay, also Komposthaufen nicht mitnehmen können. Pilze, sonst irgendwas hier? Nee. Gut, aber den Komposthaufen sollte man sich schon mal merken. Der wird noch witzig. Ja, der wird noch witzig werden. Der wird ganz viel mit uns reden und uns auslachen. Nein, der wird noch wichtig werden. Aber erst viel, viel später. Und Vorwarnung, gleich wird's laut. Au. Auf. Auf. Ja, doch auf. Ja, das ist der Schmied. So, hier wollen wir möglichst kurz sein und einfach nur aua, alles. Aua, mitnehmen. Klöppel, mitnehmen. Was hier rumliegt. Tür des Schmieds, können wir die öffnen? Einfach mal einbrechen und alles. Es ist abgeschlossen. Nee, gut, dann nehmen wir halt nichts mehr. So, noch irgendwas? Ein Seil. Das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Dieses alte Ding wird niemand vermissen. Ja, nö, ist nur ein Seil. Das wird niemand vermissen. Das gehört auch bestimmt nicht dem Schmied oder so. Dann noch irgendwas hier? So, nix. Schmied. Hallo, Schmied. Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören.
Okay. Amboss. Amboss anschauen. Heavy Metal. Abgefahren. Können wir einfach mitnehmen, so unter dem... Das ist eine Nummer zu groß für mich. Unter dem Hammer wegklauen, aber nein, okay, gut. Dann gehen wir weiter. Erkunden wir weiter das Dorf. Ein Händler. Bauchladenkrämer. Hallo. Sie sind sicher an günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert. Natürlich. Eigentlich nicht. Sie wurden angefertigt von den Uran der Graz. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. Ich habe leider überhaupt kein Gold. Haben Sie ein Lösungsbuch für das Spiel? Haben Sie ein Lösungsbuch für dieses Spiel? Tut mir leid, gerade vor 5 Minuten habe ich das letzte verkauft, aber ich habe noch eine ganze Menge an anderem Zeug. Ach, verdammt. Na gut. Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Das kommt durch die Rezession. Ich habe gute Handelsbeziehungen. Ach so. Na klar. Dann schauen wir mal rein. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für ein Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? Ich hätte gerne etwas von dem wertlosen Plunder. Ich hätte gerne etwas von dem wertlosen Plunder. Wertloser Plunder? Sie beleidigen meine professionelle Ehrlichkeit. All dieser Plunder ist handgearbeitet und tausende Jahre alt. Es ist unbezahlbar und ich armer Narr gäbe es für einen Hauch von nichts aus meinen Händen. Wollt ihr nun etwas oder nicht? Haben Sie irgendwelchen magischen Kram? Haben Sie irgendwelchen magischen Kram? Aber natürlich habe ich, für den richtigen Preis. Zunächst einmal wäre hier der Kraftzaubertrank. Schau her. Ein Zaubertrank. Wirklich lang anhaltende und schnell wirkende Magie. Er gehört Ihnen für nur 10 Goldstücke. Also ja, gut, sagen nicht. Wir 5 Goldstücke. Schön, ich... 3 Goldstücke also. Aber das ist mein letztes Angebot. Was haben Sie gesagt? Ich habe immer noch kein Gold, aber kann ich noch was sehen? Kann ich noch etwas sehen? Sicherlich, mein Herr. Was ich hier habe, ist stark herabgesetzt. Es ist ein magisches Unsichtbarkeitsarmulett. Schau her. Können Sie sich selbst noch sehen? Nein. Ja, das könnte, auch das könnte Ihnen gehören. Für nur 5 Goldstücke. Ich glaube, fairer könnte der Preis nicht mehr sein. Kann ich noch irgendwas sehen? Kann ich noch etwas sehen? Das ist alles, was ich an magischem Kram besitze. Sehen Sie etwas, das Sie interessiert? Vielleicht habe ich etwas. Haben wir gerade irgendetwas? Ich hole es mal vielleicht aus. Habe ich hier etwas ich glaub, für Sie. Ich glaube zwar noch nicht, aber wirklich? Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht ein Klöppel. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Okay. Ich verkaufe Tricks. Nein, eigentlich nicht. Tschüss. Wer braucht sie schon? Das war ja erfolgreich. Aber hier wissen wir, hier kriegen wir jetzt einen. Hier kriegen wir einen Krafttrank für 3 Goldstücke. Und ein Amulett für 5. Wird auch noch nützlich werden. So, Statue, gucken wir die mal an. Die steht da so verdächtig rum. Haben Sie irgendwelchen magischen Kram? Die Statue? Simon? Können wir die vielleicht mitnehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Na gut. Dann gucken wir uns nochmal hier nach links um. Es heißt immer links vor rechts, das kennt man ja. Okay, wo sind wir denn hier? Eine Leiter. Können wir die vielleicht auch mitnehmen? Ja, natürlich. Simon, pack kurz mal eine Leiter. Okay. Ich bin auch mal mit einer Leiter unter meinem Hut rum. Das ist ganz normal. Wagenrad. Ich liebe Wagenräder. Können wir die mitnehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Na gut. Dann gucken wir mal weiter. Können wir da rein? Ja, können wir. Ach, das ist Haus des Druiden. Okay. Ein Erkältungssaft. Mitnehmen. Rauben wir auch den Druiden mal kurz aus. Erkältungssaft. Wofür auch immer. So, was haben wir denn noch? Elchkopf. Können wir den einfach mitnehmen? Stopp, 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 stopp.
Das ist eine Nummer zu groß für mich. Das hättest du irgendwie auch unten feststellen können. Aber egal, verdächtige Kräuter. Können wir die mitnehmen? Ich komme nicht dran. Ja, okay. Stopp. Nix. Okay. Ist nichts mehr. Dann gehen wir mal wieder raus. Ich dachte eigentlich, da wäre noch was aus dem Erkältungssaft. Aber okay. Man ist ja nicht perfekt, ne? Ich kann ja auch nicht alles essen. Katzen. Eine Schokoladentrüffeltür. Können wir die denn? Es gibt kein Esse. Verzehre, doch. Verzehre Schokoladentrüffeltür. Das habe ich nie so ganz verstanden. Was? Das muss ein extrem billiger Bonbonladen sein. Verzehre Schokoladentrüffeltür? Das habe ich nie so ganz verstanden. Okay, anscheinend nicht. Können wir die einfach durchschneiden? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Natürlich. Komme ich auf die Idee, das einfach durchschneiden können. Bienenstock. Anschauen. Zu nah gehe ich da nicht ran. Ah, okay. Können wir es dann mitnehmen? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Na gut. Kleine Bienen können wir da nicht? Nee. Sonst ist hier aber, glaube ich, nichts. Nein, gut. Dann können wir wieder weg. Ich brauche irgendwas, um durch die Trüffeltür zu kommen. Und irgendwas, um die Bienen zu fangen. Gut. Damit bauen sich schon die ersten Aufgaben an. Dann können wir hier nach rechts gehen. Die Creme können wir ignorieren. Ja, der ignoriert auch uns. Guckt sich nur um. Und dann sind wir hier vor dem Shoppe. Will ich einfach öffnen. Okay. Das. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört hierher. Und ich sage, er gehört hierher. Okay. Ich muss mal aufs Klo. Auf gar keinen Fall. Du wirst dich beherrschen müssen. Schau, dieser Körper gehört mir, genau wie dir. Gar nicht wahr. Ich war zuerst hier. Du bist gerade aus meiner Schulter gewachsen. Falsch! Du bist aus meiner gewachsen, du hässlicher, überflüssiger Pickel. Hals, Maul. Ich muss aufs Klo. Bitte höflich darum. Könnten wir aufs Klo gehen, bitte? Nein. Das werde ich mir merken. Okay, haben sich beruhigt. Einladen. Was können wir alles angucken? Eine Uhr. Das ist eine antike, hölzerne Kuckucksuhr. Okay, Kuchen. Das sind Schokoladenkuchenstücke. Die steht bei den anderen Suppen. Aber sie ist organisch. Deshalb passt sie zu dem anderen organischen Zeug. Ruhig, aber... Was zum Teufel weißt du denn schon? Schminke anschauen. Sieht aus wie eine große Auswahl an Kosmetika. Okay, Mais, Mehl, Bohnen, Haushaltsreiniger, Taschentücher, Süßigkeiten, Töpfe und Pfannen, Bücher, mehr Bücher, Weißer Geist, wow, ein Rechen, ganz viel Müll. Na gut, aber ich würde sagen, bevor wir uns hier groß umgucken und dann auch mit den netten Ladenbesitzern sprechen, würde ich sagen, war's erstmal für heute. Dann vielen Dank für euch fürs Zugucken. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren oder liken, beziehungsweise auch immer gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.